Großsteinskulpturen ist ein Sammelbegriff für Felsformationen, die vermeintlich reliefartige, überlebensgroße Abbilder von Gesichtern, Menschen oder Tieren aufweisen. Die These, dass es sich hierbei um von Menschenhand erstellte Kunstwerke aus dem Jungpaläolithikum handele, wurde insbesondere von Elisabeth Neumann-Guntrum, 1981, vertreten. Von Fachwissenschaftlern wird diese Deutung, die nur in rechten und germanophilen Kreisen auf fruchtbaren Boden gefallen ist, durchweg abgelehnt und die entsprechenden Forschungen als Pseudowissenschaft erachtet.